So, herzlich willkommen. Ups, das ist das falsche Bild. Wait a second. Ah, schon besser. So, ja, herzlich willkommen zu meinem Test. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich auf meinen Servern eine kleine Mod hinzugefügt, die bestimmte, ja, ich sag jetzt mal, Sexsklaven hinzufügt. Sorry, pardon. Ich meine natürlich nur Sklaven. Also eigentlich Diener, also auch genannt Maid. Sorry, Wortwitz. Ich meine natürlich die Maid. Hinten mit D und nicht mit T geschrieben. Ja, am deutschesten vergleichbar, im Deutschen am ehesten vergleichbar, wahrscheinlich hier. Kennt jeder aus Animes, eine Magd oder sowas, wie man auch immer man es im Deutschen nennt. Also, eine Maid, wie man heutzutage im Neudeutschen auch sagt, aus dem Japanischen. Eine solche Mod ist mir vor Ewigkeiten schon bei Mindtest über den Weg gelaufen. Die sah denn so hier aus. Ich glaube, ich habe die auch schon mal gezeigt gehabt oder sowas, weiß ich nicht. Und ja, die ist aber relativ tot. Die war von 2016 und der letzte Beitrag ist auch schon relativ lange her von dem Hersteller. Das weiß ich gar nicht, ob die halt noch aktiv gepflegt wird. Man sieht gerade mal 32 Posts, der ist also auch nicht so aktiv. Aber es hat sich ein anderer dieser Mod angenommen und zwar Ivrits. Komischer Name. Der hat auch ein GitHub, ne? Logischerweise. Und da hat er die Mod ein bisschen weiterentwickelt und auch natürlich ein bisschen angepasst, klar. Die ist auch relativ aktiv entwickelt, ne? Letzte Änderung ist gerade mal 2 Monate her. Und ja, mit dieser Mod werden wir uns mal ein bisschen beschäftigen, denn ich habe sie tatsächlich, man mag es nicht glauben, auf meinen Servern installiert. Und zwar auf also halt auf den 4 Hauptservern, die Mytest Game basiert sind. Also den Carpeten, den Etherwheel, den Vanilla und den Creative Server. Da ist diese Mod drauf und da werden wir uns mal ganz kurz ein bisschen hier umschauen, wie das Ganze denn so aussieht. Wollen wir mal jetzt gucken hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Achso, warum liegt er hier nicht? Ist der dumm? Was habe ich jetzt gemacht? Das falsche Fenster? Das hier. Ah, jetzt hat er gelangt. Gehen wir mal. Nee, wir machen mal den hier. So. Oh, Scheiße. Carpeting. Nee. Ach so, Quatsch. Ist ja. Doch, genau. So. Ist ja der Isabel-Server. Sollte passen. Sehr schön. So. Ach, ich bin. Ich schnaute da draußen. Wir sind sogar schon auf dem richtigen Server. Oder? Bin ich hier da? Ja, genau. Das war das, wo wir auf das Feld hier gebaut haben. Also allererst, wenn man sucht nach Maid, hat man hier so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, okay, bitte was? Das, worum es primär geht, sind diese beiden Sachen hier. Und diese Maids sind halt Glyphen. Ja? Sprich also, wofür ich sie zum Beispiel sehr gerne einsetze, oder halt mir denke, dass es da sinnvoll wäre am ehesten und ich da auch schon ein bisschen rumexperimentiert habe, ist tatsächlich das hier. Ja? Der gute alte Feldarbeit. Die können aber nicht nur das machen, sondern sie können auch zum Beispiel, wenn du jetzt in Höhlen bist, und es dunkel wird, dann setzen die selbstständig Fackeln so auf. Und viel mehr gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Wie
Wie man sie baut, ist relativ teuer. Ich meine, sie können dafür auch relativ viel. Also denke ich, so Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich in Ordnung. Ne? Eine Maid selber kostet jetzt auch gar nicht mal so viel. Man braucht aber halt so einen Core, um sie zu betreiben. Und da braucht man zumindest schon so einen Meseblock. Und das finde ich aber vollkommen in Ordnung. Ja? Ich muss zugeben, ich habe sowas selber noch gar nicht so im Kreativ. Na sag schon, im Survival-Modus gebaut, sondern halt bisher nur im Kreativ mit rumexperimentiert. Und jetzt ist das so, man holt sich, also so, oder man baut sich halt hier so ein Ei, dann baut man sich so ein Core, und dann braucht man aber auch noch so eine Maschine. Ich mach euch mal hier weg hier. Ist ja schlimm, ist das. Man braucht diese beiden Maschinen auch noch. Da geben wir uns mal beide. Das eine, so siehst du, können wir mal ganz kurz gucken, wie die Sachen gebaut werden. Also wie gesagt, hier, ne? Dreimal Eisen, fünfmal, andersrum. Dreimal Gold, fünfmal Eisen, und ein Meseblock, also neunmal Mese. Alles andere ist Käse. Dann halt nochmal Mese, nochmal Eisen und nochmal dreimal Kupfer, Bronze, Bronze. Habe ich hier Kupfer? Ah, nee, genau, Gold. Genau. Das hier braucht man nicht unbedingt, das ist um die diese Mates später wieder einzusammeln. Man kann ja von A nach B bringen, sind ja, ne, Maschinen. Und was man aber wie gesagt braucht, ist zum einen das hier, da braucht man immerhin einen Diamanten. Und wie wir wissen, auf meinen Servern findet man quasi nirgendwo Diamanten, also wird das wahrscheinlich das schwerste sein von allen. Und genauso wie das hier, weil da brauchst du auch immerhin zwei Diamanten. Also insgesamt halt drei. So, mal gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen hier rein in unsere Let's Play-Hütte. Wobei ist ja nicht unsere Let's Play-Hütte, weil ich bin ja gerade hier mit Walker aktiv und nicht ne, mit unserem Ronix-Konto. Ist aber egal. Wir stellen das Ding mal hier hin. Und das Ding mal hier hin. Muss mal gucken. Also, wir haben ein Ei. Stimmt, wir brauchen auch noch Farbe. Ah, ja. Oder nicht? Genau, wir müssen die Sachen einfärben. Und da ist jetzt die Frage, wait a sec, wie war das? Lalalala. Wir waren gerade auf dem GitHub, genau. Der Big Fang. So, und zwar kann man. Genau, so war das. Also, das Ei selber, das kann man einfärben und das bestimmt quasi die Farbe des Roboters. Also der Maid. Da kann man sich halt, ne, wie der Geschmack beliebt, sage ich mal. Ja, wow. Das war natürlich wieder grandiose Übersetzungskunst von mir. Wir machen zum Beispiel mal blond. Ah, blond passt immer. Geben wir uns hier einmal. Das heißt, wir haben jetzt. Nein, das hier. Wir packen jetzt das Ei hier rein. Packen die Farbe rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. So. Und jetzt wird das Ei. Was davon ist jetzt was? Ach so, ich dachte schon, die Kohle reicht nur so lange, bis das Ding da ist. Und wir müssen hier fünfmal Kohle reinpacken. Aber man sieht gar nicht, wie weit die Kohle aufgebraucht ist, sehe ich gerade. Ist ja hässlich. Ja, für einmal färben wird schon ausreichen, oder? Braucht aber schon ganz schön lange hier. Holy shit. So, genau. Jetzt haben wir ein gelbes Ei. Und aus dem gelben Ei entsteht dann ein blonder. Ich packe mal hier draußen hin. Ein blonder Sexroboter. Ich meine Maid. Und genau. Der steht jetzt hier nur einfach so rum und macht gar nichts. Außer halt rumstehen.
Und jetzt brauchen wir, damit wir das Ding bedienen, also damit es irgendwas macht, brauchen wir irgendeine Art Core. Also, ja, Software, wenn man so möchte, kann man. So, da gibt es halt verschiedene. Einmal so ein Basic Core. Das macht halt nichts, außerdem einfach dem Spieler zu folgen die ganze Zeit. Ja, wenn man da ein bisschen einen Frauenheld spielen möchte, da kann man sich da 20 so einen Roboter stellen und die folgen einem die ganze Zeit. Wer Spaß dran hat, bitte. Das, worauf ich scharf bin, ist diese Farming Core. Da machen sie nämlich selbstständig halt Farming-Arbeiten. Das ist halt geil. Dann gibt es auch noch so ein OCR-Mod, OCR-Core. Und das ist dann ein bisschen tiefgreifender. Da kannst du halt das Ding komplett frei programmieren. Und ja. Wer die Macht über Software hat, hat die Macht über alles. Ja? Gut, die Frage ist, wie mächtig ist das Ding? Was kann man damit alles machen? Keine Ahnung. Und dann hat diese Torture-Core und das sorgt halt dafür, dass wenn es dunkel ist, also man mit dem Mate zusammen in ein Gebiet geht, wo es dunkel ist, zum Beispiel Höhlen, dass es dann überall Fackeln aufstellt. Genau. Das heißt, wir brauchen das Gelbe. Hätte ich gleich mal zwei holen können. Dankeschön. Dankeschön. So. Das Core, genau, dann packen wir hier Core, da die gelbe Farbe und dann wieder einmal Kohle. So, braucht er wieder 3 Stunden. So ganz grob. Ist er? Oh, guck mal, hier ist sogar Animation. Oh, hier ist sogar eine Animation drauf. Ja, lecker Mio. Das sieht ja geil aus. Einfach so ein Plattenspieler, ey. So, Langschaltplatte vorbei. So, genau, jetzt hatte ich hier so auch so einen gelben Punkt in der Mitte. Warte mal ganz kurz. Machen wir mal so hier. Wir nehmen noch diesen Zauberstab, weil mit dem Zauberstab können wir die gute alte Dame hier mitnehmen. So, weil wir wollen mal ja nicht das Feld hier verunstalten, weil die Mod hat nämlich einen kleinen Nachteil, worauf ich gleich zu Upsala zu sprechen komme. Ja, das hat ja gut geklappt. Bin ich einfach mal krepiert. Danke dafür. Ich habe hier noch keinen Homepoint. Was ist denn hier los? Da kann man mal sehen, wie selten ich auf dem Server aktiv bin. Das letzte Mal Home habe ich gebraucht, als hier noch die, also als noch nicht diese Homes-Mod drauf war, womit man mehrere Home-Punkte hat. Ein Glück haben wir mittlerweile eine Direktverbindung hier, die auch relativ gut ausgebaut ist. Danke dafür. Yay. So, und da sind wir auch schon. Perfekt. Okay, weil wir haben ja hier vorne bei unserer Let's Play Together Stadt, haben wir ja auch hier, siehst du hier das kleine Feld? Und hier können wir sie mal ganz kurz ausprobieren. Jetzt muss ich erstmal nur wieder hier. Dankeschön. So, also wir haben den Druiden. Packen wir einfach mal hier hin. Alter, diese Animationen. Hui. So, und jetzt packen wir in ihr unseren Farming Core rein. Und schon legt sie los.
So, und als Erklärung, ich stelle mal kurz hier hin. Oder hier. So, und als Erklärung, was sie macht. Ach was, ich bleib doch hier. Und als Erklärung, was sie macht. Sie sorgt, solange wie sie diesen Farming Core und Saplings hat. Also, ja. Pflanzt sie diese Saplings quasi ein. Und zwar überall, wo Soil Wheat ist. Also dieser feuchte Ackerboden. Und genau, das macht sie halt entweder, wenn sie halt Samen hat, dann setzt sie die halt automatisch ein. Oder aber, wenn irgendwo bereits fertige Pflanzen sind, dann erntet sie diese Pflanzen auch automatisch und bekommt damit natürlich Samen, die sie dann wieder einpflanzen kann. Das heißt, solange wie sie halt von Anfang an Samen hat und ein freies Feld hat, oder ein bereits bepflanztes Feld und halt da ist, liegt sie halt automatisch los und macht, wie man sieht, alles komplett selbstständig und ja, ist hier komplett autonom und tut und macht, was sie halt soll. Und wenn man jetzt auf sie mit Rechtsklick draufklickt, dann hat man ihr Inventar und da sieht man schon, alles das, was sie halt aberntet, steht ihr halt selbst auch zur Verfügung. Jetzt versucht sie die ganze Zeit gegen mich zu laufen, ist die dumm. Und diese Samen, die nutzt sie halt auch automatisch gleich, um sie halt einzupflanzen. Wenn ich sie jetzt diesen Core entferne, ist sie wieder dumm, da macht sie gar nichts, steht sie wieder einfach nur rum. Man kann also auch im Nachhinein die Cores austauschen und man kann, wenn man sie einsammelt, deswegen brauchst du dafür dieses spezielle Werkzeug, und du dann sie dann wieder hinstellst, behält sie halt ihren Core. Ne? Das heißt, sie hat halt immer noch den Core, den sie davor hatte. Und das einzige Problem, was dabei aber ist, was jetzt bei Vanilla Mindtest vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, aber wenn man jetzt so ein paar Mods drauf hat, so wie ich halt, dann ist das kleine Wermutströpfchen, dass sie halt wirklich das pflanzt, was ihr gerade in die Finger kommt. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt so ein Feld hast, wo mehrere Pflanzen drauf sind, wie bei unserer Let's Play Hütte da hinten, da hatten wir mehrere Sachen, dann macht ihr halt alles durcheinander. Ne? Das, was gerade kommt, kommt halt gerade. Das heißt, wenn man so ein sortiertes Feld hat, wie ich es sehr gerne mache, dann müsste man die Felder von sich aus abgrenzen und in jedem Subfeld, also in jedem Teilfeld, quasi ein Druid hinstellen, der dann für dieses Feld selbst zuständig ist. Weil abgrenzen kann man die halt nur mittels solchen Zäunen. Also offiziell laut Spezifikation halt Zäune. Technisch kann man da wahrscheinlich einfach alle Blöcke benutzen, weil sie springt halt nicht von selbst über Zäune. Ob es da auch andere Blöcke gibt, wo sie nicht drüber springen kann, weiß ich halt nicht, weil, wie gesagt, Handbuch spricht halt hauptsächlich von Zäunen. Hier bei diesen neuartigen Dingern scheint sie auch nicht drüber zu springen. Das heißt, sie springt scheinbar einfach nur über alles das nicht, was das Tag-Sound hat. Da gibt es ja auch diese Gruppe. Und also solange hier, kann man ja machen hier, Group Fans. Danke. Ne? Und alles, was hier jetzt quasi erscheint, alles, was in dieser Gruppe ist, da scheint sie dann scheinbar nicht drüber zu springen. Irgendwie so, keine Ahnung. Genau. Aber das Schöne ist halt, sie ist halt wirklich komplett autark. Zweiter Vorteil ist, solange wie man sie selber hingestellt hat, man ihr selbst einen Chor gegeben hat, ist sie quasi für das Spiel man selbst. Das heißt, sie arbeitet jetzt als Ronny. Wenn ich jetzt also in das Protokoll schaue von MyTest, sehe ich auch immer, Ronny hat was geerntet, Walker hat was geerntet, Walker hat was gepflanzt, Walker hat dies gemacht, hat dann das gemacht. Das heißt, zum einen, sie funktioniert auf Feldern, die in Areas sind, so wie halt hier, ist ja geschütztes Gebiet. Und aber, was der zweite große Vorteil ist, sie hält selber die Felder auch aktiv. Das heißt, sie arbeitet auch, wenn wir ganz woanders sind und das Feld ungeladen ist. Auch dann arbeitet sie, soweit ich das bisher rausprobiert habe. Genau. Und das ist halt geil. Ne? Und vor allem, du kannst halt auch mehrere davon bauen, solange halt du das entsprechende Mese dafür hast. Weil, wie gesagt, kostet halt relativ viel Mese. Die Maschinen, das, wo du diese Diamanten brauchst, die brauchst du ja nur einmal. Das heißt, du brauchst initial brauchst du halt drei Diamanten und dann brauchst du für jeden weiteren Roboter bloß noch Mese.
und halt die anderen Sachen, die geschenkt sind, sage ich jetzt mal. Und solange du halt genug Mesa hast, kannst du davon quasi eine Armada von diesen Dingern bauen. Und da kann ich mal ganz kurz was zeigen. Ich hoffe. Achso, das ist der falsche. Dann muss ich ja mein private benutzen. So. Ja, hier, ne? Hab wie gesagt ein bisschen rumgetestet. Das Ganze kann auch eskalieren. Dezent. Ah, ich habe hier 64 von diesen Robotern. Ne? Ach, da habe ich auch mal ein bisschen mit den Farben rumgespielt. Also ich habe 16 rote, dann habe ich nochmal 16 blaue, 16 grüne und 16 gelbe. Und die arbeiten jetzt hier halt quasi komplett ein riesiges Feld ab. Komplett, wie man sieht. Autonom. Ja. Was ich persönlich halt sehr geil finde. Und hier kann man auch mal ganz kurz gucken. Da seht ihr. Walker, 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 Walker Place, bla 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 bla. Sie machen es also, wie gesagt, immer als der Spieler, der die Dinge auch gedingsterbumstert hat. Ja. Und das ist halt geil. Ja, weil, wie gesagt, damit kann man auch bei geschützten Feldern arbeiten. Kein Problem. Und jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Sie gelten ja als einem selber. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die geschützt sind, in dem Sinne, dass andere Spieler diese Viecher zerstören können oder mitnehmen können. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen das geht. Ob das quasi, solange wie sie frei rumrennt, ob sie jeder denn einsammeln kann und sobald er sie selbst dann wieder aufsetzt, sie dann als sein Eigentum gilt. Weil es gibt hier auch von diesen Mate-Dingern Name-Tags. Also, ne, so wie auch Tiere haben. Das heißt, man kann ihnen halt einen Namen geben und damit dann wahrscheinlich auch schützen. Sodass nur noch du selber sie abbauen kannst, also einsammeln kannst. Das habe ich halt selber noch nicht probiert, einfach weil ich persönlich halt, ne, ist halt Einzelspieler. Wobei ich könnte. Gute Frage, wartet mal ganz kurz. Also können wir mal ganz kurz ausprobieren, indem ich jetzt einfach sage. Ja. Klassiker. So. Jetzt bin ich zwar leider Admin. Aber ich versuche jetzt einfach mal. Ah. So, jetzt kann ich die nämlich wahrscheinlich einsammeln. Hier rennt gerade eine rum. Ja, ist, ich kann sie nämlich jetzt einsammeln. Achso, ich habe ja hier, ich muss ja hier. Die Drop-Mod habe ich ja gar nicht drauf. So, und wenn ich sie jetzt hier frei rumlaufen lasse, dann ist halt die Frage. Warum laufen jetzt hier einfach nur noch alle rum? Habe ich gerade was kaputt gemacht? Ah gut, ich starte nochmal den Server hier neu. Ja, doch, ist alles. Oh, okay. Wenn deren Inventar voll ist, dann droppen wir scheinbar einfach alles. Interessant. Okay. Warum? Kommt jetzt nicht damit klar, dass hier jetzt ein anderer Admin drauf ist? Weil ich den Dinger jetzt, den Server jetzt lokal starte. Schauen wir mal. Ja, jetzt arbeiten sie wieder. Okay, man sollte scheinbar nicht den Admin ändern, wenn die Dinger aktiv sind. Das scheint die Mod irgendwie nicht zu mögen. Klar, schade. Da kann ich das also scheinbar erstmal nicht probieren. So, das muss ich mal ganz kurz gucken hier. Es müsste ja eigentlich, die hier müsste ja jetzt als Walker 4 auftauchen, ne?
Nee, also Worker mit einer 4 gibt es hier gar nicht. Oder scheint die immer unter dem Namen des Admin zu arbeiten? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Können wir aber mal ganz kurz dann mal durchprobieren. Aber das machen wir ein bisschen in der nächsten Folge. Von daher würde ich mal sagen, bis dann.